bei der Diskussion um diese einschränkenden Maßnahmen. Sie haben es gerade eigentlich ja auch schon angesprochen. Da gab es viele Stationen, viele Stufen, die das Ganze durchlaufen musste. Und es mussten ja dort auch immer verschiedene Grundrechte miteinander in Einklang gebracht werden oder teilweise dann auch gegeneinander abgewogen. Meistens ist diese Entscheidung dann zugunsten des Gesundheitsschutzes gefällt worden. Frau Tietz, genießen denn die Grundrechte, wie jetzt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, genießt das per se Vorrang gegenüber Eigentums- und Versammlungsfreiheit beispielsweise? Oder ist es aus Ihrer Sicht so, dass die Grundrechte jetzt mit Ausnahme der Menschenwürde gleichberechtigt nebeneinander stehen? Nein, es ist im Grundsatz so, dass nach ganz althergebrachten verfassungsrechtlichen Prinzipien kein Grundrecht einem anderen vorgeht, mit Ausnahme der Menschenwürde. Sie haben es schon angesprochen, denn nach Artikel 1 Grundgesetz ist eben nur, muss ich sagen, die Menschenwürde unantastbar und steht unter der besonderen Schutzpflicht auch des Staates. Alle anderen Grundrechte werden eben nicht schrankenlos gewährleistet und ihr Schutz für den Einzelnen kann immer nur unter Abwägung eventuell kollidierender Grundrechte der anderen gewährleistet werden. Das ist jetzt so mal die rein systematisch verfassungsrechtliche Betrachtung. Andererseits muss man aber schon auch berücksichtigen, dass im Rahmen der Grundrechte das menschliche Leben denklogisch den höchsten Wert darstellt. Denn das menschliche Leben ist ja die Basis der Menschenwürde. Das menschliche Leben ist die Voraussetzung für alle anderen Grundrechte. Und insoweit muss man dann schon festhalten, dass das Recht auf Leben das Grundrecht ist, auf dem alle anderen Grundrechte aufbauen. Und so folgt die Pflicht des Staates, das Leben des Menschen zu schützen, unmittelbar aus der Garantie der Menschenwürde. Und diese staatliche Schutzpflicht ist auch eine Pflicht nicht nur zu passivem Verhalten, sondern es ist eine Pflicht durchaus zu aktivem Handeln. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass dem Recht auf Leben gegenüber den anderen Grundrechten eine besondere Bedeutung zukommt, wenn schon nicht womöglich juristisch, dann aber doch jedenfalls moralisch oder ethisch. Und sich daraus dann auch eine gewisse Vorrangigkeit begründet. Aber, das muss man ganz klar sagen, diese Bewertung liefert sicher keine pauschale Begründung dafür, dem Schutz des Lebens der Bevölkerung, insbesondere der Risikogruppen in diesem Fall ja, alle anderen Grundrechte so unterzuordnen, dass sie automatisch und unter allen Umständen hinter dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zurückzutreten hätten. Sie haben es schon mal angesprochen, die Gerichte sind während der Corona-Pandemie regelrecht überhäuft worden mit diesen Klagen. Und das, obwohl die Gerichte ja in den vergangenen Jahren ohnehin schon mit steigenden Prozesszahlen zu kämpfen hatten. Noch dazu kam eine Personalknappheit dazu. Wurde diese Überlastung der Gerichte jetzt durch die Pandemie also zusätzlich verstärkt, oder? Also man muss differenzieren zwischen den einzelnen Gerichtszweigen. Besonders belastet waren, ich habe es bereits erwähnt, die Verwaltungsgerichte, weil die natürlich unmittelbar angegangen werden, wenn Einzelbefugnisse angegriffen werden. Besonders stark belastet sind natürlich auch die Verfassungsgerichte, das Bundesverfassungsgericht und die Landesverfassungsgerichte. Und die Zahl, die ich genannt habe mit der Verfünffachung, hat den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betroffen, mit einer Verfünffachung der Popularklagen, der Klagen von Bürgern gegen rechtliche Regeln. Dazu muss man natürlich auch sehen, dass die Gerichte ansonsten, Sie haben es bereits erwähnt, viel zu tun haben. Die Zivilgerichte sind stark belastet durch die Dieselskandale, die in der Vergangenheit ja aufhören. Auch die Pandemie führt dazu, dass es zu Ordnungswidrigkeitsverfahren kommt, wenn Ordnungswidrigkeiten begangen werden, sodass also eine Belastung da ist, aber ich glaube, dass diesen Stresstest schaffen die Gerichte. Es ist eine Prioritätensetzung, die vorgenommen werden muss. Und natürlich wird das eine oder andere Zivilverfahren, Frau Tietz kann vielleicht noch was dazu sagen, abgesetzt worden sein im Hinblick darauf, dass eiligere Verfahren im Zivilverfahren oder im Strafverfahren zu erledigen waren.
Und die Verwaltungsgerichte werden sich konzentriert haben auf die Verfahren, in Eilverfahren, wenn es die Pandemie betroffen hat. Wichtig ist eben auch, dass diese ersten Entscheidungen der Gerichte, die Eilentscheidungen, sehr schnell getroffen werden mit einer vorläufigen Begutachtung, einer Folgenabwägung, bei der dann nur festgestellt wird, ist es offensichtlich rechtswidrig, was gemacht wird? Und zweitens, wenn es nicht offensichtlich rechtswidrig ist, ist es von der Folgenabwägung her dramatischer, wenn ich als Gericht jetzt sage, nein, es kann nicht vollzogen werden, dann wäre der Schutz der Allgemeinheit wieder beeinträchtigt. Deswegen neigen die Gerichte in der Regel dazu, und das ist auch in Ordnung so, nicht bei allen, aber bei allen Fällen so, aber neigen dazu, in diesen Eilverfahren zu sagen, es bleibt dabei bei dieser Regeln, die sind in Ordnung, die Maßnahme war auch in Ordnung, wir entscheiden später in der Hauptsache nochmal drüber. Das nützt den unmittelbar Betroffenen vor Ort, dann, wenn die Maßnahme getroffen wird, natürlich nichts, aber die Allgemeinheit wird geschützt. Nochmal zusammengefasst, die Gerichte waren stark belastet, sie sind aber nicht aus meiner Sicht überlastet. Es gibt natürlich immer wieder Möglichkeiten, andere Sachen zurückzuschieben. Dann gebe ich die Frage an der Stelle gerne noch weiter an die Frau Tietz. Wie sah es denn mit der Arbeitsbelastung bei Ihnen am Landgericht aus? Ja, die Arbeitsbelastung ist jetzt vielleicht am Landgericht infolge der Corona-Maßnahmen nicht unmittelbar gestiegen, denn das, was Herr Dr. Huber schon gerade gesagt hat, die Gerichte, die besonders betroffen waren, waren ja die Verwaltungsgerichte, die Landesverfassungsgerichte, das Bundesverfassungsgericht und sicherlich auch die Amtsgerichte, soweit es um die Frage ging, wie geht man mit diesen Ordnungswidrigkeiten bei Corona-Verstößen um. Aber wir haben natürlich trotzdem als gesamte Justiz noch abseits der Zahlen jetzt, der Verfahrenszahlen, einfach riesige Herausforderungen meistern müssen und müssen sie immer noch meistern, um den Justizbetrieb unter Corona-Bedingungen auch aufrechtzuerhalten. Und ich möchte an dieser Stelle schon betonen, dass es absolut unabdingbar ist und war, dass dieser Justizbetrieb aufrechterhalten geblieben ist und dass man ihn aufrechterhalten konnte, weil man einfach die Rechtsgewährung nicht in den Lockdown schicken kann und gerade in Krisenzeiten eine funktionierende Justiz essentiell ist. Praktisch haben wir diverse Probleme zu meistern gehabt. Das hat schon damit begonnen, dass viele unserer Gerichte schon räumlich gar nicht so aufgestellt sind, dass man bei Verhandlungen das Abstandsgebot wahren kann und trotzdem noch den Öffentlichkeitsgrundsatz auch wahren kann. Da mussten flächendeckend doch aufwendige Systeme eingebaut werden, Trennscheibensysteme und Ähnliches, um hier ein Verhandeln überhaupt zu ermöglichen, was finanziell und organisatorisch eine große Anstrengung war. Wir hatten darüber hinaus auch in den Büroräumen die Probleme. Wir haben ja viele Gerichte, die einfach räumlich sehr, sehr schlecht aufgestellt sind, wo gerade im nichtrichterlichen Bereich viele Mitarbeiter, mehrere Mitarbeiter in einem Büro zusammenarbeiten müssen. Auch hier hat man sich mit entsprechenden Homeoffice-Regelungen da die Möglichkeiten schaffen müssen, dass man einerseits zwar einen Schichtbetrieb bei Gericht aufrechterhält und andererseits aber trotzdem auch die Mitarbeiter genügend schützt. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuschauer sagen, ja, was soll das Homeoffice? Homeoffice ist doch jetzt mittlerweile ohnehin hoffähig sozusagen und andere Arbeitgeber müssen das ja auch gewährleisten. Das ist richtig, aber da darf man auch wieder sehen, die Justiz ist einfach lange Jahre und Jahrzehnte technisch stiefmütterlich behandelt worden. Wir waren technisch extrem schlecht aufgestellt. Bei uns hatte bei weitem nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen Laptop, was natürlich zur Folge hatte, dass damit schon mal das Homeoffice extrem erschwert wurde. Und dann kommt dazu, dass die Justiz auch einfach nicht hinreichend digitalisiert ist. In vielen Unternehmen ist eine E-Akte, eine elektronische Aktenführung bereits seit Jahren an der Tagesordnung. Bei uns ist das bei weitem noch nicht flächendeckend der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es natürlich, dass jeder Mitarbeiter, den Sie ins Homeoffice schicken, entweder morgens und abends Akten holen und Akten wieder bringen muss oder dann eben faktisch tatsächlich zur vollständigen Untätigkeit verdammt ist, was sich vielleicht auf den ersten Blick verlockend anhört, aber tatsächlich viele doch auch sehr psychisch auch stark belastet hat.
Stichwort Videoverhandlungen, das ist ja auch so ein schönes Stichwort, das immer wieder genannt wurde und da durchaus auch, das durchaus auch immer wieder ins Spiel gebracht wurde. Ja, das ist jetzt der Modernisierungsschub für die Justiz und das sei ja alles so praktisch. Und jetzt könne ja die Justiz noch viel schneller und effektiver arbeiten. Alles gut und schön in der Theorie. In der Praxis hat es aber auch bedeutet, zu Beginn der Pandemie waren bei weitem noch nicht alle Gerichte in Bayern mit einer entsprechenden Videokonferenzanlage ausgestattet. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt, aber die technische Ausstattung ist das eine. Sie brauchen aber ja auch den technischen Support. Sie brauchen ja die Unterstützungskräfte, die dann diese Anlagen betreuen, die die Richter entsprechend auch instruieren, was sie zu, wie sie diese Anlagen zu benutzen haben. Und dann kommt noch dazu, man kann sich an einer Hand abzählen, dass selbst wenn an jedem Gericht mittlerweile eine solche Anlage ist, die natürlich nicht dafür ausreicht, dass man jetzt künftig alle Verhandlungen nur noch als Videoverhandlung durchführen könnte, sondern das ist dann eben nur in sehr begrenztem Maße möglich, abgesehen davon, dass ja die einzelnen Verhandlungsarten, die einzelnen Prozessarten es auch gar nicht alle flächendeckend zulassen. Bei uns ist also tatsächlich nur in Zivilverfahren eine Videoverhandlung überhaupt möglich. In Strafverfahren ist das beispielsweise noch nicht möglich. Und dann kommt es auch noch dazu, dass natürlich auch nicht jedes Zivilverfahren sich eignet für eine solche Videoverhandlung. Also alles in allem sind es große Herausforderungen, waren es große Herausforderungen und wir müssen das sicher auch in der Zukunft noch weiter, müssen die noch weiterhin meistern, denn wir sind eben leider Gottes immer noch nicht zur Normalität zurückgekehrt.